Darf ich einfach... Nee, darf ich nicht. Ich dachte schon, ich kann hier einfach Leichenschränke öffnen. Können wir aber doch nicht. Warum will ich denn dauernd mit dem Steuerkreuz nach oben lenken, um die Karte zu öffnen? Welches Spiel habe ich denn da gespielt, das mir das eingeimpft hat? Steuerkreuz oben für die Map. Hm. Ah, das kommt mir sehr bekannt vor. Kann, ja, aber ich komme nicht drauf, wie das Spiel das sein könnte. Bollard, das ist keins. Was habe ich in letzter Zeit noch gespielt? Für den Kanal. Four Deadly Premonition im Stream. Was haben wir da gespielt? Animal Crossing, Luigi's Mansion. Resident Evil 3? Vielleicht? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Irgendein Spiel, das ich in letzter Zeit gespielt habe, hat das gemacht. Es könnte sogar Gears of War gewesen sein oder so. Ich weiß es nicht. Da oben sind Betten. Perfekt. Ich hoffe, ich kriege im Krankenhaus was zu essen. Vielleicht Kartoffelchips. Es gibt doch bestimmt einen Automaten, wo man irgendwie Snacks sich rausnehmen kann, oder? Werden wir schon was finden. Ah, warte mal. Hier ist ein Koffer. Moment mal. Aber das sieht zwar aus wie mein Inventarkoffer. Mein Anzugkoffer sieht aus wie mein... Stimmt, ich habe gar keine Anzüge mehr. Fällt mir jetzt erst auf. So, so. Cracker, Schokolade, Donut, Tomatensaft, Gürkchen, das da, den da. Oh, Inventar voll. Aber ja, okay. Jetzt haben wir alles. Jetzt schlafe ich aber nur kurz. 3 Stunden. Weil ich soll warten, bis Ascha mit seiner Arbeit fertig ist. Meint ihr damit heute? Oder insgesamt muss ich einfach... Könnte schon sein, vielleicht muss ich erst die ganzen Dialoge mit ihm quasi ausreden. Damit er dann, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, könnte schon sein. Weiß ich nicht. Man kann nicht mehr stinken jetzt, glaube ich. Das stimmt. Wir sind jetzt schmutzabweisend. Nachdem wir jetzt quasi unsere Psyche gereinigt haben, ist auch unser Körper gereinigt. Jetzt... Können wir nicht... Vielleicht ist das wirklich eine gewollte Metapher. Wer weiß, ich traue dem Spiel alles zu und gleichzeitig kann alles nur irrsinniger Zufall sein. Vielleicht tragen wir jetzt keinen Anzug mehr und müssen den nicht mehr wechseln und werden nicht mehr schmutzig, weil wir abgeschlossen haben mit unserer Vergangenheit und zu uns selbst gefunden haben. Ich interpretiere es so. Ich finde das gut. Jetzt gehe ich nochmal runter zu Ascha. Ich meine, es ist schon komisch. Man sollte meinen, dass es schon irgendeinen Sinn gibt, warum wir jetzt keine Anzüge mehr wechseln können und sowas. Ich meine, das ist ja ein Feature, das die rausgenommen haben. Ich verstehe nicht, warum die das... Also... Warum sich das aus spielmechanischen Gründen ergeben sollte, verstehe ich nicht ganz. Nur weil unsere Haarfarbe anders ist, weiß ich nicht recht. Naja. Da werden sie sich schon was dabei gedacht haben, aber man weiß es nicht. Agent Zack, bist du noch immer in der Stadt? Da du schon mal hier bist, soll ich dir eine Injektion geben? Nein, ich weiß es nicht. Von mir aus. Gib mir die Quest. Wenn die nur mit einer Injektion kommt, gib sie mir, egal was drin ist. Alle diese Autopsien... zu machen. Das hatten wir doch auch schon mal. Ja, tatsächlich. Hm. Er hat aber gelbe Dialoge, als ob er noch was Neues zu sagen hätte. Aber der redet genau das, was wir schon mal hatten. Schön ist, dass wir wieder Geld dafür kriegen, aber irgendwie ist es... Ich verstehe das. Hey there. Ich verstehe es. Wie spät ist es denn jetzt? 9:30. Nach 1,5 Stunden. Dann beenden wir das Spiel.
Weil ich check's wirklich nicht mehr, was das Spiel von uns will hier, ab dem Punkt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob wir wirklich... Hallo, Kater. Ob wir ihn wirklich in der richtigen Situation zur richtigen Zeit treffen müssen, damit er uns die Quest gibt. Aber im Guide steht eigentlich nur, dass er hier drin ist und dann gibt er uns die Quest und fertig. Aber vielleicht lügt der Guide. Ja, ja, Katerchen. Lass mich mal kurz da auf dem Bildschirm gucken. Go to the hospital and speak with other Asha. He will tell you the riddle that Fiona gave him. Ach so, nee, das hat nichts mit den anderen, mit dem Quiz zu tun. The answer should be... Na gut, das will ich ja gar nicht wissen. Na gut, keine Ahnung. Kotter! Ich würde gern die Maus kurz berühren, bitte. Danke. Catcam! Ja, wartet mal. Machen wir. Er sitzt gerade ein bisschen doof da. Ist so unruhig. Da ist das schwierig. Gerne, schau mal. Hm. Upsi, schau mal da. Hey. Jo. Hallo. Okay, Catcam. Na, 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 na. Ja, Carter, ist schon gut. Dann verlassen wir jetzt. Oder wartet, ich rauch nochmal. Jetzt warten wir einfach mal einen 24-Stunden-Zyklus. Schauen alle paar Stunden nach. Und wenn es nicht geht. Aber warte, ich sollte vorher was essen. Und wenn er uns die Quest nicht gibt, dann halt nicht. Wow, Schokolade macht ihn echt satt. Hätte ich nicht gedacht. Ist das eine andere Katze als vorher? Ne, das war auch schon er. Das ist der Gannon. Der Gannondorf Dragmire. der ist, wenn ich aufnehme, eigentlich immer hier drin bei mir. Der will da immer dabei sein. Deswegen. Und der schläft dann meistens und ab und zu steht er auf und muss sich dringend gegen mein Mikrofon schmusen und gestreichelt werden und überall seine Haare in meiner Tastatur und meinen Lüftern verteilen. Und dann legt er sich wieder ein bisschen hin. Und jetzt fällt er gleich vom Schreibtisch, weil er ein bisschen doof ist. Nö, bist du nicht. Ist schon gut. So, rauchen. Soll ich mal bis 9 oder so? Dann hat der bestimmt Feierabend, oder? Der kann ja nicht 24 Stunden im Krankenhaus arbeiten. Nicht mal Ärzte können das, auf Dauer zumindest. Oh, es passiert was. They're closing. We can come back again tomorrow. Wir müssen raus. Wir werden rausgeworfen. Okay. Gut. Oh, hi, Lensquid Birdrider Sister. Hallo. So. Da hinten ist eine Karte. Da kommen wir aber leider nicht hin. Dann ist es mir zu doof. Warum kann ich den... Hier, danke. Diesen blöden Ort nicht aufheben. Dann schaue ich jetzt nochmal, wo Asha jetzt ist. Vielleicht fährt er nach Hause. Vielleicht... Das könnte sein. Vielleicht muss ich jetzt nach Feierabend zu ihm nach Hause fahren. Vielleicht funktioniert es dann mit der Quest. Keine Ahnung. Aber das wäre noch so eine Idee. Der Keks sieht echt lecker aus. Der Keks, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Der Cracker? Einen Cracker haben wir gegessen. Der da? Der Cracker. Vorsicht. Auf die Karte wollte ich schauen. Ach, auf dem Ladebildschirm. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet.
So, jetzt schaue ich kurz auf meine Karte, die ich mir aufgemacht habe. Wo wohnt denn Ascha? Ascha wohnt, glaube ich, ein bisschen außerhalb, oder? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aschas Haus, genau, da oben. In der Nähe vom Museum. Wenn ich jetzt hier... Ah ja, jetzt wartet mal. Wenn ich beim Krankenhaus einfach immer entlang... Das ist gut, das schaffen wir. Einfach immer dem See entlang fahren. Und dann kommen wir zu Aschas Haus. Dann werde ich den jetzt einfach mal nach seiner wahrscheinlich 12-Stunden-Schicht rausklingeln, damit wir Schach spielen. Verdammt nochmal. Und dann ist Schluss. Keine Ausreden mehr. Ich will jetzt diese Quest haben. Ich habe mich jetzt auf die eingeschossen, jetzt machen wir die. Wenn es irgendwie geht. Zumindest. Durchgefaced. So much has happened since we came to this town. Ich frage mich wirklich, ob es noch so ein kleines Outro gibt, wenn wir die Stadt verlassen, oder ob es dann einfach nur heißt, okay, Abspann und Schluss. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was passiert. Ein letztes Reflektieren über die Vergangenheit. Die vergangenen schon 20 Stunden, oder? So was. Moment, ich fahre nicht mehr richtig. Oder doch? Ich kann gar nicht anders fahren, oder? Schau mal auf die Karte. Aber dass wir hier hochfahren... doch, das stimmt schon. Das sah nur auf der Minimap komisch aus. Aschas Haus müsste nämlich dann hier... Nee, das ist Sigournys Haus. Ach, Aschas Haus ist dann noch weiter oben. Ja, aber Ascha ist gar nicht da. Wo ist denn Ascha? Nicht, dass der noch was trinken geht oder so. Und doch nur, dass hier ein bisschen. Ich erwarte doch nicht viel, aber ein bisschen mehr als das da an Informationen. Wäre wirklich so schön. Ah, Aschas Haus, aber genau. Aschas Haus wissen wir, aber wo ist Ascha? Das ist die Frage. Wer ist das da? Sigourney wieder, aber ohne Quest diesmal scheinbar. Ascha ist verschwunden. Habe ich Ascha überholt? Ascha ist noch im Krankenhaus. Mit der sommersprossigen Fiona. So, so. Und die beiden sind sehr nah zusammen. Man sieht quasi nur eine Silhouette. Das heißt, entweder sind die gerade genau übereinander, untereinander in verschiedenen Stockwerken. Kann durchaus sein. Oder sie sind genau übereinander auf dem gleichen Stockwerk. Kann auch sein. Eins von beiden wahrscheinlich. Hallo Nadi, wie geht's? Oh Mann ey. Mich macht das fertig, dass wir die Quest einfach nicht kriegen und nicht lösen können. Ich trau mich jetzt. Wie spät ist es? Ist es noch nicht mal 10. Ich trau mich jetzt ins Hotel zu gehen. Ich will das Spiel noch nicht beenden, aber Polly hat angeblich eine Quest für uns. Und wenn ich schon mal direkt an der Quest vorbeifahre, würde ich die auch gerne nutzen. Normalerweise müsste ja die Hauptquest, der Abschluss des Spiels, so ein großer ausbeleuchteter Bereich sein. Da dürfen wir jetzt einfach nur nicht rein. Und dann dürfte alles passen. Dann können wir sogar noch mal in unserem Hotelzimmer schlafen. Ups. Oh nein, ich habe gelogen. Jetzt ist nämlich der Questabschluss plötzlich... vor der Tür, vor der Eingangstür. Dann können wir nicht mehr ins Hotel. Schade. Das ist wirklich schade, weil zumindest ich hätte echt gehofft, dass wir ein bisschen besser vorankommen heute. Ich habe unterschätzt, wie stur das Spiel ist teilweise.
Weil zumindest die Quests, die man nur jetzt, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, abschließen kann, hätte ich schon wirklich sehr gerne noch gemacht. Aber ich habe einfach keine Ahnung, wie und wo. Und schauen wir mal, das sind eigentlich nicht viele. Michael Tillotson und Harry Stewart. Das sind auf jeden Fall... Ah, und hier Keith Ingram. Keith Ingram ist wahrscheinlich tagsüber in seinem Laden, in seinem Grocery Store. Sigourney wäre schon auch noch cool. Ach Mann, ey. Das Spiel ist so gemein zu mir. Hab mal überlegt, du könntest in deiner Let's Chill-Reihe zum Beispiel auch unsichtbar durch Open Worlds gehen. Ah, das ist gar keine... Das ist eine nette Idee. Das ist echt cool. Das stimmt. Okay, Harry Stewart. Wenn ich Usher schon nicht finde, schauen wir mal, wo Harry Stewart ist. Wahrscheinlich, weil es ist wirklich, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe mir aber auch, ich kann mich schon daran erinnern, auch als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe und ja auch zum einzigen Mal, abgesehen von jetzt, habe ich mir super viel Zeit gelassen. Ich war nämlich extrem überrascht, wie schnell wir jetzt am Ende waren. Ach guck, jetzt hätte Harry Stewart wieder seine blöde Mission. Aber bis wir da sind, ist sie wieder weg. Aber jetzt ist es 21 Uhr. Das werde ich mir merken. Die machen wir noch. Definitiv. Verdammt nochmal. Ich habe schon so viel Tabs da oben offen mit Guides und Maps. Ich finde schon gar nicht mehr den Twitch-Tab. Harrys Mansion. Und ich bin jetzt da. Das ist gar nicht so weit. Vor Sigourneys Haus. Wenn ich jetzt hier weiterfahre. Nee, warte mal. Wenn ich jetzt hier weiterfahre, über die Brücke. Dann... Weiß ich auch nicht mehr. Das machen wir jetzt. Oh, oh, vorsichtig. Nicht versehentlich das Spiel jetzt schon beenden. Wow, ist der Mond groß da hinten. War das der Mond gerade? Das sah schon so aus, oder? Ja, da ist er. Wow. Riesenmond. Okay. 360. Muss schon mal sein zwischendurch. York. Oh, nothing. Ja, das stimmt. Das könnte man machen. Sich Spiele mit besonders sehenswerten Welten suchen und dann quasi gemoddet einfach nur durchspazieren. Im Ghost-Clipping. Kamera, Free Roam, Mod Modus. Gute Nacht, Ramsi. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, kurz auf die Karte gucken. Ich bin jetzt wieder beim Umspannwerk. Das ist immer für mich ein guter Anhaltspunkt. Wenn ich jetzt der Straße folge, bis es nicht mehr weitergeht, dann kommen wir hier hin. Genau, perfekt. Da müssen wir tatsächlich hin. Unglaublich. Es hat funktioniert. Könnt da vorne mal tanken, wenn die Tankstelle offen hat. Die hat ja auch nur so komische Öffnungszeiten.
Das sieht gut aus. Oh, hier gibt's auch eine Sidequest. Na dann, immer her damit. Aha. Hallo, Süßer. Voll tanken. Sag mir Bescheid, wenn ich anfangen soll zu pumpen. Bitteschön. Einmal voll tanken. Habe ich nur noch 5 Dollar? Warum habe ich nur noch 5 Dollar? Hatte ich nicht ein paar tausend Dollar? Was ist mit meinem ganzen Geld? Ich habe allein durch die Dialoge mit Usher jetzt irgendwie hunderte von Dollar bekommen. What? Naja, aber ich muss ja noch mit dir reden wegen der Nebenquest. Jetzt geh halt nicht weg. Ach so, da ist offen. Ich kann reingehen. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, da waren wir noch nie drin. Wir können auch gar nicht reingehen. Das Spiel ist manchmal komisch. Sie geöffnet. Reagieren aber nur, wenn wir im Auto kommen. Hey, Sie geöffnet da drin. Tun Sie nicht so. Ich weiß genau, dass Sie geöffnet sind. Ah, jetzt geht's wieder. Das ist so komisch. Hilfe. Ah, jetzt kommt er raus. Na guck. Reden. Ha, wenn du das wissen willst, was? Dann bring mir ein paar Ben Franklins. Ja, wo ist denn mein ganzes Geld? Das ist eine gute Frage nämlich eigentlich. Ich habe jetzt schon wieder 36 bekommen. Und ich habe aber trotzdem nur 4. Ich bin mir fast ein bisschen sicher, dass das ein Bug ist. Dass ich nur 4 Dollar habe übrig. Weil ich habe gerade eben 30 bekommen. Wo sind die? Ach ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Da packe ich mir auch neu. Das habe ich ein Loch im Geldbeutel wahrscheinlich oder so. Das Spiel ist gegen uns. Das Spiel hat sich gegen uns gewandt. Es will nicht, dass wir hier noch die letzten Quests machen. Du bekommst doch Geld erst gut geschrieben, wenn du geschlafen hast. Naja, aber wo ist denn mein ganzes Geld hin, das ich schon hatte? Ich hatte doch irgendwie Tausende von Dollar. Und ich habe seitdem nichts gekauft eigentlich. Also selbst wenn man das nicht gleich kriegt, und das kann sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ist denn mein altes Geld hin? Da stimmt doch was nicht. Gehen wir mal in Swery. Gehen wir mit unseren letzten 5 Dollar noch eintrinken, bevor wir heimfahren. Das ist immer eine gute Idee. Eine Schaufel? Ich hätte jetzt erwartet, dass wir ein Billardkühl als Waffe kriegen, aber nein, hier steht eine Schaufel. Warum nicht? Und hier klauen wir einfach mal die Zigaretten, die da rumliegen. Warum nicht? Sehr ungesund. Wir retten hier irgendjemanden das Leben, indem wir Zigaretten klauen. Das ist quasi unsere Aufgabe als FBI-Agent. Aha, ist das eine Nebenmission, dass wir Dart spielen? Na dann. Immer wenn Sie einen Rekord holen, erhalten Sie einen Preis. Jedes Spiel kostet eine Spielgebühr von 50 Dollar. Dart starten. Wenn Sie Dart spielen wollen, brauchen Sie eine Dartpistole. Wenn Sie eine wollen, können Sie sie am Tresen kaufen. Eine Dartpistole, interessant. Hey! Hey, Zack, da bist du ja. Es ist Zeit, den Durst zu löschen. Oh, guck mal. Ach so, das ist die Dartpistole. Quatsch. Ich dachte gerade im ersten Moment, der verkauft hier Waffen, die es beim Waffenhändler nicht gibt. Aber ja. Sie haben nicht genug Geld.
Ich kann mir nicht mal den 55 Cocktail leisten. Das ist schade, Quint. Kannst du mir helfen? Du kannst dir immerhin den Wischmopp in die Hosentasche schieben. Du kannst bestimmt mehr coole Sachen. Hallo, nett dich wiederzusehen. Du kommst mir so verändert vor. Ey, die gehen alle drauf ein, dass man es jetzt durchgespielt hat, das Spiel quasi. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Dass mein Geld weg ist, finde ich eher so mittel. Ich speichere mal. Vielleicht hilft Speichern. Kostet Rauchen Geld? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein, oh Gott, ich kann fast nicht mehr speichern, weil ich so arm bin. Hilfe. Also, das stimmt doch heute nicht. Wer ist denn Sally? Kennen wir die überhaupt schon? Überhaupt nicht bekannt war. Die steht hier im Bademantel in der Bar. Hilfst du jetzt hier mit? Ja, ich wollte Richard helfen. Ich muss mich noch einarbeiten, gib mir aber größte Mühe. Ja, die ist... Ist das ein Kleid vielleicht? Ich meine, ist es vielleicht einfach ein Kleid? Und kein Bademantel, wie ich unhöflicherweise gerade gedacht habe. Interessanter Sound. Haben die denn noch so? Achso, nur die zwei. Dann lassen wir das da an. Ich glaube fast, wir müssen wieder gehen, weil wir kein Geld haben. Das ist schon ein bisschen krass. Man muss an der Bar für $500 eine Dartpistole kaufen, damit man dann für $50 das Spiel Dart spielen kann. Was ist denn da los? Das muss schon ein verdammt gutes Dartspiel sein, das einem da geboten wird. Dass das trotzdem so gut läuft.